So Leute, hier sind wir wieder bei Let's Play Magic im zweiten Teil, Let's Play Magic 2014. Es hat ja irgendwie den kompletten Titel verloren, das Spiel. wir sollen jetzt auf den Namen klicken, damit das Kapitel im Endeffekt startet. The mark on it symbolizes some militant order there. If you can track down its owner, maybe they'll know something about Ramaz. Careful though, nothing's more dangerous than armed zealots. Okay. Schade, dass sie das nicht übersetzt haben. So. Die Kampagne ist im Endeffekt genauso aufgebaut wie beim letzten Mal. Und zwar, dass man hier halt einmal duellieren muss gegenüber zweitklassigen Decks wahrscheinlich, bis man dann halt zum Endduell kommt und damit dann auch weiter. Gut, fangen wir das erste Duell an. Ich werde immer eine Figur in einem Part machen. Bei Begegnungen kannst du testen, wie sich dein Deck gegen eine bestimmte Strategie gewährt. Achso, das sind Begegnungen. Ah. Okay, Begegnungen spielen immer nach dem gleichen Schema. Weil normalerweise gibt es zum Beispiel auch Kartenlimit, dass man nur viermal die gleiche Karte im Deck haben darf. Aber Begegnungen können zum Beispiel auch ein ganzes Deck aus einem Monster haben. So, auf der Innenstadt des Anhängers. Sie schickt dich in nordwestliche Richtung nach Traben. Als du durch das Moor schreitest, verläufst du dich in dem Nebel. Der Geruch des Todes hängt in der Dunkelheit. Ich werde nochmal Stärke des Jägers nehmen. Ich kenne sein Deck nämlich nicht. Das ist, ne, so das Problem. So, von Mana her schon okay. Okay. Wir werden es einfach mal behalten. Kartenhand behalten. Ich spiele einen Mana. Moorland Zombies. Also es wird wahrscheinlich auf sehr viele Zombies hinauslaufen aus seiner Sicht. So, was macht das? Kommt getappt ins Spiel. Ja, hoffe ich doch. Das Ding hat 2-2. Immer wenn ein... Okay. Lebenspunkte Buff. Oder Push. So, du. Du. Dass dieses Vieh jetzt getappt ins Spiel kommt, hat halt den Vorteil für mich, dass er es nicht blocken könnte. Wenn ich im ersten Zug Monster gespielt hätte, hätte ich ihn jetzt zum Beispiel schon angreifen können. Oder wenn mein Monster den Effekt Eile hätte. Eile ist dafür da, damit die Einsatzverzögerung weg ist. Ja, das ist kacke. Das kann er halt blocken. Da helfen die mir auch nicht. Dann werde ich jetzt erstmal was für meine Lebenspunkte tun. Und ja, dann werde ich wohl darüber angreifen müssen. Keine Kreatur, ist ja super Sache. Der wird wahrscheinlich blocken, das heißt, es wird nur ein Schaden durchkommen, aber beide Monster werden tot. Ja. Das war vorauszusehen. Achso, ja, das wollte ich ja auch noch sagen. Wie werden Kämpfe... Also wie laufen Kämpfe ab? Wenn ich ein Monster mit ihnen angreife, also wenn sich zwei Monster angreifen, schlagen diese Monster sich im Endeffekt immer gleichzeitig, außer sie haben bestimmte Effekte wie Erstschlag oder ähnliches. Also wie gesagt, sie schlagen sich immer gleichzeitig. Das heißt, mein Monster hat der Karte jetzt direkt 3 Schaden zugefügt und sie, mein Monster, auch direkt 2. Und dadurch, dass dann halt die Verteidigung auf 0 sinkt, stirbt das Monster. Ist also nicht wie bei Yu-Gi-Oh!, wo dann einfach nur der Angriff höher sein muss als das, der Angriff des Feindes. Es muss wirklich was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, das Vieh ist fluchsicher, das heißt, es kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen und so werden. Und Fähigkeiten, soweit ich weiß. Um jetzt kurz den Effekt vom Fluch sicher nochmal zu erklären. Falls ihr das Spiel selbst spielt und jetzt nicht genau wisst, was diese Effekte machen, mehr Informationen müssten sie eigentlich erklärt stehen hier. Fluch sicher, Einsatzverzögerung, Kreatur. Also ist also kein Problem, wenn ihr euch da durchlesen wollt, weil ihr es nicht kennt. So.
Wenn der... Ja, das kenne ich, die Karte habe ich selbst. Es darf eine Karte vom Friedhof zurück auf seine Hand nehmen. Das war klar. So, ich kann jetzt die Spinne beschwören. Was ich auch gleich mal tun werde. Denn 4-4 mit Wachsamkeit und Reichweite ist sehr praktisch. Was ist Wachsam? Ach so, was ich vielleicht auch noch erklären sollte. Anders wie, ich vergleiche es jetzt die ganze Zeit mit Yu-Gi-Oh! Aber wie gesagt, ich denke mal, die meisten kennen Yu-Gi-Oh! Anders wie in Yu-Gi-Oh! Das dürftet ihr jetzt eigentlich auch schon mitbekommen haben. Wählt ihr nicht eine Kreatur an, die ihr angreift. Ihr wählt immer den Spieler an. Das heißt, ich, wenn ich angreifen würde, greife ich immer den feindlichen Spieler an. Er darf aussuchen, ob er blockt oder ob er durchlässt. Bringe zu Beginn deines Versorgungssegmentes x22 schwarze Zombie-Kreaturspielsteine ins Spiel, wobei x gleich die Hälfte abgerundete Anzahl an Zombies ist, die du kontrollierst. Also kriegt er 1. 1-2-2 Monster. Achso, jeden Zug darf er das machen. Aber dafür habe ich ja die Karte. Ja, werde ich auch gleich aktivieren. Tschüss. Er hat mich jetzt nicht angegriffen, weil ich hier eine 4-4er liegen habe. Das traut er sich nicht. Ich greife jetzt mit meinem Wolf an, in der Hoffnung, dass er den blockt. Damit beide Viecher sterben. So ist gut. Ah, er hat, glaube ich, noch einen 2-2er auf der Hand, ne? Weil er könnte auch mit zwei Monstern meinen 4-4er blocken, wodurch mein 4-4er dann auch tot ist. Und das will ich eigentlich momentan noch vermeiden. Ja, dachte mir, er hat ja den vorhin wiedergeholt. Ja, das ist natürlich blöd. So, noch ein Wald. Jetzt kann ich die Kröte spielen. Wenn der näher in... What the fuck? Wie sich das Bild bewegt, das kenne ich auch noch nicht. Cool. Wenn die Nobelkraft ins Spiel kommt, ziehe für jede grüne Kreatur, die du kontrollierst, eine Karte. Habe ich jetzt natürlich nicht viel, leicht verschwendet, aber ich würde sie halt trotzdem schon mal liegen haben wollen. Perfekt. Ne, einen Angriff überspringe ich noch und dann kann ich nämlich seine zwei Monster hiermit sehr leicht töten. Und ihn dann direkt angreifen, was für 9 Schaden wäre. Und ich habe mittlerweile 22 Lebenspunkte durch diese Zauberkarte, die mir immer, wenn ich einen Wald oder einen grünen Zauberspruch spiele, einen Lebenspunkt gibt. Wenn man Monster ausspielt, gelten die beim Ausspielen noch als Zauberspruch, also solange sie ausgespielt werden. Als Monster werden sie erst deklariert, sobald sie liegen, beziehungsweise Kreaturen für den Spinner, der jetzt gleich wieder pingelig werden will. So, das Vieh blockt bitte den. Danke. Und du tappst bitte den. Blocks bitte den. Ich werde jetzt trotzdem nicht angreifen, weil er dann wieder eine Kreatur von mir zerstören könnte. Er hat jetzt halt eine recht stark, recht billig beschworen. Obwohl, na, 5 Mana ist nicht billig. Wie viel hat die gekostet? Okay, die hat 6 gekostet. Hat dafür aber... 6? Nein, nicht 6. 5, 6, 7. 7. Komme ich auf 6? Reichweite 3, die kommt, kann... Ja. Was? Wie sie es doppelt draufschreiben. Um das so kurz zu erklären, das habe ich glaube ich auch noch nicht erklärt. Also kann nur fliegende blocken. Okay, doch nicht. Reichweite bedeutet halt, dass ein Monster, was nicht fliegend ist, aber trotzdem fliegende blocken kann. Denn normalerweise können nur fliegende Monster auch fliegende blocken. Außer die Landmonster haben halt Reichweite. Er lässt es sogar komplett durch. Ja gut, jetzt kann er mich auch gleich direkt angreifen, aber das bringt ihn nicht viel. Ich habe mittlerweile 26 Lebenspunkte. So viel Schaden kann er nicht rausholen. Zweite Hauptphase. Die atemlose Horde kommt mit jeweils einer 1-1 Marke für jeden Zombie-Karte in deinem Friedhof. Und für jeden anderen Zombie in... Für jeden anderen Zombie, den du kontrollierst, ins Spiel. Falls der atemlose Horde... falls der atemlose Horde Schaden zugefügt würde, verhindere diesen und entferne eine 1-1 Marke stattdessen. Also von ihr. Die Karte ist krank geil. So, das ist eine Verzauberung. Das ist blöd.
Ach komm, was soll's. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich mindestens ein Monster verlieren. Ja, dachte ich mir. Dass sie überlegt, weil wie gesagt, Schaden wird verhindert und es wird nur eine 1-1-Marke von den Rotagonen, also wie ich es gerade vorgelesen habe. Marken werden auch angezeigt mit diesen Punkten, die hier an der Seite sind. Es können auch bei Monster noch um einiges mehr Marken sein, als jetzt da auf dieses Vieh drauf sind. Aber egal. Jetzt wird er wahrscheinlich immer die 6-6er blocken und die 5er wird durchkommen. Das reicht aber schon, um dieses Duell zu gewinnen. Wenn die 5er jetzt durchkommt, dann ist er nämlich genau bei 0 Lebenspunkte. Ja, damit hätte ich dieses Duell auch gewonnen. Die Karte habe ich freigeschaltet. Ja. Und beim nächsten Mal sehen wir uns bei den Kultisten wieder. Ich danke fürs Zusehen, Leute.